Heilsein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Das neue Jahr hat schon begonnen und bis zum 6. Januar ist rechnerisch die Zeit zwischen den Jahren. Das heißt, bei den alten Kalendern gab es Tage, die wir in unserem Kalender gar nicht gut unterbringen können. Das heißt, die Rauhnächte haben stattgefunden. Manche von uns begehen dieses Ritual. Ich mache das persönlich sehr gerne, weil ich es schön finde, mir Zeit zu nehmen für das, was ich vorhabe, für das, was ich anschauen will. Und mir ist trotzdem sehr bewusst, dass Leben das ist, was passiert, während ich Pläne mache. Also ein Plan dient grundsätzlich nur dazu, dass ich überhaupt eine Vision entwickle, was werden könnte. Ich habe ein Motto gefunden, ich habe 3 Vorsätze, an die ich mich halte. Das heißt, ich habe 3 Ziele, ein berufliches, ein privates und ein verrücktes. Und das schreibe ich irgendwo hin. Es ist einfach so, dass das, was man sich ausdenkt, was anderes ist als das, was man sich aufschreibt. Und das gehört für mich auf jeden Fall in diese Übergangsphase zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, dass ich mich wirklich darauf einlasse zu sagen, wo will ich in einem Jahr sein? Nicht im Sinne von Erfolg, sondern wo will ich als Person sein? Was will ich in das Zentrum meiner Aufmerksamkeit stellen, damit ich es das ganze Jahr über zur Verfügung habe? Damit ich es fühlen kann und vielleicht auch mal mich tragen lassen kann? In einem Jahr hatte ich die Idee von Ernte und Saat als Motto. Und es war tatsächlich ein Jahr, in dem ganz viele Projekte fertig geworden waren und ich das Gefühl hatte, ich kann ganz viel ernten. Ich konnte mich ganz zufrieden zurücklehnen und zu sagen, guck mal, wie schön das alles geworden ist und wie schön alles fertig geworden ist. Und dazu gehörte auch, dass ich ein bestimmtes Maß an Freizeit wollte für mich. Und das Projekt war dann die Ernte. Und dann ganz plötzlich war ich an dem Punkt angekommen, wo ich dachte, so, jetzt habe ich geerntet und was kommt jetzt? Ist jetzt alles leer? Oder ist es abgeerntet? Braucht es ein Jahr ohne Ziel? In dem Jahr hatte ich dann das Jahr Pause. Ich kann mich an kein Jahr in meinem Leben erinnern, das so wenig Pausen hatte wie das. Also habe ich beschlossen, dass ich das Samensehen in den Mittelpunkt stelle. Und dann habe ich ganz viele kleine Dinge angestoßen, die mir interessant erschienen. Und am Ende hatte ich ganz plötzlich ein Jahr geschaffen, in dem ich dachte, wow, viel Altes ist fertig und viel Neues steht vor der Tür. Das kann mich tragen für eine lange Zeit. Also Pläne machen, Pläne schmieden, in dem Wissen, ich muss den Plan nicht einhalten. Ich brauche ein Ziel, einen kleinen Punkt, um den herum ich mich bewege. Das empfinde ich als eine ganz wertvolle Form, ein Jahr zu beginnen und zuversichtlich in dieses Jahr hineinzugehen. Immer mit dem Wissen, alles kann sich ändern und das ist gut so.